Der Weg für die Sanierungsarbeiten an der Feuerwehrtechnischen Zentrale und im Feuerwehrmuseum in Pasewalk sowie für die Herstellung eines Feuerlöschteiches in der Gemeinde Polzow wurde jetzt geebnet. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier war am 4. Februar zu Besuch in Pasewalk. Mit im Gepäck hatte er entsprechende Zuwendungsbescheide für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Landkreise sind für die Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Zentralen zuständig. Zu den Aufgaben dieser Zentralen gehören auch die Wartung von Geräten und die Durchführung von Lehrgängen. Die Pasewalker haben sich dafür stark gemacht, dass die feuerwehrtechnische Zentrale ertüchtigt wird, dass der Museumsteil saniert wird und im Umland auch noch ein Feuerlöschteich mit gefördert werden kann. Insofern ist das heute ein guter Termin für die Feuerwehr und ist auch ein Stück Dankeschön an all diejenigen, die bereit sind, im Ehrenamt für andere da zu sein. Die Zuwendungsbescheide ist ja einerseits für die Feuerwehrzentrale, die vom Landkreis aus hier ihre Örtlichkeit hat, aber auch das Feuerwehrmuseum, was ja auch im Gebäudebestand des Landkreises ist. Und es ist natürlich wichtig, dass die Gebäude auch im guten Zustand sind, weil die Kameraden, die das Museum betreiben, ja alle ehrenamtlich dieser Tätigkeit nachgeben. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen, dass an dieses Gebäude dann auch gedacht wurde. Hinter der Feuerwehrtechnischen Zentrale befindet sich das Pasewalker Feuerwehrmuseum. Auf 560 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert es die historische Entwicklung der Brandbekämpfung. 600.000 Euro kosten die Sanierung der Feuerwehrzentrale und des Museums. Mit 400.000 Euro unterstützt das Land das Vorhaben. Und der größte Anteil der Fördergelder fließt natürlich in die Sanierung der Zentrale. Hier geht es insbesondere darum, dass hier die Befestigung vor dem Gelände so umgesetzt wird, dass es letztendlich wieder befahrbar ist. Jeder, der hier auf das Gelände kommt, sieht, dass das ganz alte Betonflächen sind, die doch erhebliche Löcher haben bzw. sehr defizitär sind. Die Freiwillige Feuerwehr in Polzow soll zukünftig aus ihrem Dorfteich Löschwasser beziehen können. Rund 54.000 Euro kosten die entsprechenden Baumaßnahmen an diesem Teich. Hier gibt das Land 34.000 Euro dazu. Noch in diesem Jahr sollen die Sanierungs- und Umbauarbeiten in Pasewalk und in Polzow beginnen.